Hallo sagen. Wunderschöner guten Morgen, meine Damen und Herren. Damen und Herren sagen wir nicht. Ich sag immer einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück zu einem Food Diary von mir. Was ist heute? Today's Thanksgiving, right? What she said. Ja, heute ist Thanksgiving. Yesterday was Thanksgiving. Ja, okay, gestern war es Thanksgiving. Stimmt, er hat recht. Gestern war es Thanksgiving, aber gestern hatte der Arbeit. Er musste auf die Arbeit gehen. Und deswegen machen wir Thanksgiving heute ausnahmsweise am Black Friday. Genau. Ich habe jetzt auch schon hier den Turkey. Den habe ich jetzt hier mal in Wasser geschmissen, weil der dummerweise nach 2,5 Tagen Kühlschrank immer noch nicht wirklich aufgetaut ist. Ich weiß nicht, was dieses Jahr mit dem Vogel los ist. Ich habe jetzt auch schon was gefrühstückt, war heute Morgen auch schon fleißig am Laufen. Zum Frühstück gab es einfach nur mein ganz normales Porridge. Ich stehe jetzt auch hier, wie ihr seht, in der Küche und wollte jetzt anfangen mit dem Kochen, weil spätestens zum Mittag sollte der Vogel in den Backofen. Und ich habe nur diesen so einen ganz kleinen, winzigen Backofen, will mich aber gar nicht beschweren, weil in japanischen Haushalten ist tatsächlich so, dass ganz oft einfach mal gar kein Backofen vorhanden ist. Deswegen bin ich ganz froh, wir haben wenigstens einen Ofen. Mir besteht die Möglichkeit, dass ich dann jetzt hier den Vogel auch wirklich backen kann. Und ich habe gestern auch schon den Pumpkin Pie vorbereitet und den Cranberry Kuchen gemacht. Und ich muss sagen, der Cranberry Kuchen, ich weiß auch nicht, also da war der Teig so fest. Da hatte ich echt Probleme gehabt, deswegen ist er nicht ganz so rund geworden. Ich zeige euch das später, wie der ausschaut, die Kuchen. Der Pumpkin Pie ist noch ein bisschen übergelaufen, deswegen ist er ein bisschen dunkler an den Rändern. Ich hatte auch blöderweise keine gescheite Form gehabt. Also ich weiß nicht, wo meine Pie-Form hin ist. Die hatte ich beim Einzug irgendwo hingeknallt, ich weiß nicht wohin. Und letztes Jahr und vorletztes Jahr in Thanksgiving habe ich mir so diese Wegschmeißformen gekauft. Und die gab es dieses Jahr einfach nicht. Ich konnte die nirgendwo finden. Und deswegen hatte ich dann so eine deutsche, so eine Tartform gehabt. Die ist jetzt natürlich größer gewesen und die war jetzt auch nicht so ganz so tief. Und dementsprechend war dann halt die Kruste für den Pie. Also da hat das Rezept gerade so gelangt. Also das ist dünner wie normalerweise. Aber die Kuchen sind fertig und ich mache mich jetzt an eine, Corn Casserole. Genau, ich mache jetzt die Corn Casserole. Ich werde auch nicht alles from scratch machen. Ich habe auch einiges gekauft, was einfach nur irgendwie zusammengeschmissen werden muss, beziehungsweise warm gemacht werden muss. Ich habe einfach keine Zeit und auch gar keine Lust, alles komplett selber zu machen. Deswegen habe ich dann hier beim Gravy spare ich mir einiges ein. Da habe ich dann hier diese Packungen gekauft. Und auch das Stuffing kommt heute aus einer Packung. Und die Cranberry-Soße mache ich dieses Jahr auch nicht selber. Die kommt hier auch aus der Dose. Das ist stückige Cranberry-Soße. Die mag mein Mann eigentlich gar nicht so gerne. Der hat immer gern dieses Jelly. Und das mag ich und die Kinder wiederum gar nicht gerne. Und ich habe letztes Jahr beide Dosen gekauft und davor das Jahr auch. Und jedes Tour ist es so, dass ich jeweils eine halbe Dose immer wegschmeißen muss. Und das mag ich dieses Jahr einfach nicht. Sehe ich nicht ein. Also eine davon. Dann gibt es auch noch Mashed Potatoes, also Kartoffelbrei werde ich heute noch machen. Und anstelle von den Dinner Rolls, ich habe die letztes Jahr auch from scratch gemacht, habe ich dieses Jahr keine Lust drauf. Ich habe dann hier von Pillsbury's, das ist so, das Deutsche wäre jetzt Knack und Back. Die werde ich dann auch gleich in den Backofen schmeißen. Und dann fangen wir jetzt mal einfach mit dem Auflauf an. Also ich habe jetzt hier gerade die Gewürze vorbereitet, womit ich nachher meinen Vogel hier einreibe. Und zwar habe ich da hier Knoblauchpulver, Pfeffer, Salz, Muskat, geräucherte Paprika und Salbei. Und das vermische ich jetzt. Und die Pfanne hier musste ich gut zusammenknautschen, weil ich eben gesehen habe, dass diese Pfanne, die wir benutzen jetzt für unseren Vogel, dass er einfach viel zu groß ist für unseren winzig kleinen Backofen. Deswegen sieht er so ein bisschen eingeknautscht aus. Nur so passt der. Brötchen sind jetzt fertig. Corn Casserole, die habe ich jetzt auch schon fertig gemacht. Kartoffeln sind auch schon geschält und schon im Wasser. Da muss ich nachher nur noch den Ofen anmachen. Ich habe nur gerade gesehen, ich habe keine grünen Sachen gekauft. Also normalerweise mache ich immer noch Bohnen oder Brokkoli. Naja,
mache stattdessen halt einen Salat, weil einkaufen fahre ich heute garantiert nicht. Das tue ich mir heute nicht an. Also ich muss sagen, dieses Jahr ist es auf jeden Fall viel gechillter. Also ich habe ja, als wir noch in Deutschland wohnten, habe ich mir auf Beine ausgerissen und habe wirklich alles komplett selber gemacht. Ich habe da nichts Verpacktes gekauft und im Endeffekt frage ich mich, wieso? Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man da auch mal einfach gekaufte Sachen dazu holt, um sich einfach das Leben ein bisschen zu erleichtern. Das muss nicht immer alles hausgemacht sein. Also so sehe ich das. Ihr könnt mich ja mal in den Kommentaren wissen lassen, wie ihr das macht. Ich weiß, die meisten von euch werden Thanksgiving nicht feiern, aber ich gehe mal davon aus, dass Weihnachten von euch eventuell gefeiert wird. Wie macht ihr das, wenn ihr da mit der Familie zusammenkommt? Macht ihr da wirklich alles komplett selber? Oder kauft ihr auch mal Sachen, die einfach mal schon vorgekocht sind? Oder macht ihr es vielleicht sogar, wie ich es in Zukunft machen werde, wenn ihr jetzt mal das große C nachlässt und mir halt irgendwie Freunde einladen könnt für Thanksgiving wieder und für Weihnachten, dass jeder etwas mitbringt. So eine Art Potluck. Ihr könnt mich ja mal in den Kommentaren wissen lassen, wie ihr euer Leben dort vereinfacht, was ihr da plant, wie ihr das macht. Ich habe jetzt so ein Zeitfenster, das wir so um 3 Uhr essen können, aber wenn es jetzt eine Stunde oder zwei später ist, ist es auch egal. Vor allen Dingen sind ja wirklich nur wir vier hier. Also die Kinder, ich und mein Mann. Der spielt übrigens gerade an der Xbox. Ich habe eben auch noch gerade auf der Couch gesessen, habe ein bisschen Animal Crossing gespielt. Ich werde mich aber jetzt um den Vogel kümmern, weil der soll nämlich laut Zeitplan in 45 Minuten in den Backofen. Und wie gesagt, ich habe jetzt gerade die Gewürze zusammengeschmissen und pinsel den Vogel dann jetzt mit Olivenöl ein. Ich werde den vorher noch ein bisschen waschen müssen, weil da sind meistens immer noch so Innereien drin. Ich zeige das jetzt auch nicht in der Kamera, weil ich selber schaue mir das auch nicht so wirklich gerne an, wenn man so rohes Fleisch verarbeitet. Also ich weiß auch nicht, ich bin zwar keine Veganerin und auch keine Vegetarierin. Mir macht es im Prinzip nichts aus, mit Fleisch zu arbeiten, aber das anzugucken, so Videos anzuschauen, muss ich nicht haben. Deswegen werde ich das jetzt nicht filmen. Ich werde euch den Vogel zeigen, wenn er fertig gerieben ist und massiert ist und im Backofen fertig ist, für den Backofen reinzugehen und wenn er nochmal rauskommt und dann, ja. Hier ist jetzt der Vogel, der war jetzt, wie lange war der jetzt drin? 2 Stunden. Ich habe den jetzt nochmal ein bisschen mit dieser Sud beträufelt und jetzt kommt er nochmal 1,5 Stunden in den Backofen rein. Ich werde jetzt auch, wenn der nochmal im Backofen ist, am Stuffing arbeiten. Da habe ich dann hier mein Instant Pot, da habe ich hier schon so einen Liner reingemacht. Das ist dann halt beim Spülen einfacher. Und da habe ich eben ja euch schon gezeigt, da nutze ich dann hier dieses Stuffing aus dem Karton. Da mache ich dann jetzt noch ein paar Zutaten dazu. Das Ganze macht man dann im Slow Cooker auf Low für 1,5 Stunden. Ich schnippel allerdings noch einen Apfel rein. Ich habe auch vergessen, Chicken Broth zu kaufen. War ja klar, dass ich irgendwas vergesse. Ist aber kein Problem. Stattdessen machen wir dann einfach Wasser und dann machen wir hier einfach ein bisschen Hühnerbrühe dazu und dann ist gut. Da brauchen wir auch noch Butter und 2 Eier. Die hole ich jetzt noch gleich aus dem Kühlschrank. Und jetzt mache ich aber erstmal den Vogel nochmal für genau 1,5 Stunden in den Backofen und dann ist der schon fertig. Oh, und der riecht, Leute, der riecht so gut. Und die Haut ist jetzt schon richtig knusprig. Dahinter mir ist jetzt das Stuffing im Slow Cooker. Ich habe das noch nie als Slow Cooker Setting benutzt, der Instant Pot. Das ist das erste Mal, ich bin ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen mehr Wasser dazu gegeben, weil der Apfel mitkocht. Und wir werden sehen, wir werden sehen. Keine Ahnung, aber ich bin mal gespannt. Also das ist jetzt, bis jetzt geht das alles viel zu locker. Irgendwas geht garantiert noch schief. Ja, ich werde mich jetzt auf die Couch setzen. Ich werde mal einen kleinen Snack suchen, denke ich. Mal gucken, weil das Essen ist ja dann in 1,5 bis 2 Stunden auf jeden Fall fertig. Und da will ich jetzt nichts Großes essen.
Hier haben wir jetzt auf jeden Fall das Stuffing, das ist super geworden, das hat richtig gut geklappt. Also ich muss meinen Instant Pot unbedingt mal das benutzen für als Slow Cooker, weil das ist so viel einfacher. Dann haben wir dann hier, wie gesagt, die Sweet Corn Casserole, hier die Brötchen, da habe ich mich übrigens vergriffen. Das waren jetzt so Honey Brötchen, das müssten süße Brötchen sein, aber das macht nichts, das ist nicht so schlimm. Dann haben wir hier Kartoffelpüree, dann haben wir das Gravy. Hier haben wir dann jetzt die Cranberry-Soße. Da ist der Vogel, der ist relativ klein. Das waren, glaube ich, 9,5 Pfund. Aber für uns reicht das vollkommen. Und den Kuchen, den zeige ich euch dann nachher. Den gibt es nämlich dann zum Nachtisch. Da mache ich auch noch Sahne selber. Aber jetzt wird erstmal reingehauen. Ja, das werde ich dann jetzt auf jeden Fall essen. Und dann werde ich wahrscheinlich noch Nachschlag holen und... einen guten Appetit. Übrigens mein zweiter Teller. Ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen was geholt. Danach ist aber auch Schluss. Dann gibt es heute Abend nur noch Nachtisch. Aber ich wollte gerade sagen, der Vogel, also der ist mir dieses Jahr sehr gut gelungen. Der ist super saftig, also richtig gut. Ich habe ja jedes Jahr die Bedenken, dass ich den Vogel entweder zu trocken koche, also dass der zu lange im Ofen ist, oder dass ich meine Familie mit Salmonellen infiziere. Aber das hat super geklappt dieses Jahr. An Weihnachten habe ich das Problem nicht. An Weihnachten gibt es bei uns immer nur so einen Spiral Ham, der schon vorgekocht. Aber ja, das hier werde ich jetzt noch essen und dann werde ich erstmal wegspülen, weil es gibt nichts Schlimmeres in meinen Augen als eine chaotische Küche. Also ich mache das immer direkt weg. Dann muss ich das später nicht noch machen oder eventuell morgen früh zum Chaos aufwachen. Aber ja, guten Appetit! Also dieser Cranberry-Kuchen, muss ich sagen, der ist echt mega lecker. Also wer das mal ausprobieren will, ich werde auf jeden Fall den Link zu dem Rezept unten in der Infobox verlinken. Also wenn ihr Cranberries in Deutschland momentan nicht bekommt, mit Cherries ist der bestimmt auch super lecker. Oder mit Blaubeeren, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Also der ist richtig gut. Und hier hatte ich ja so die Sorge gehabt wegen dem Boden. Aber ich glaube, man sieht ganz gut, dass der Boden richtig schön dick geworden ist, dass es hält. Also der ist richtig, richtig gut. Die Sahne, das ist für mich jetzt so eine kleine Überwindung. Die esse ich normalerweise ungern, weil ich weiß, wie hoch die in Kalorien ist. Aber die ist so lecker. Die ist so richtig gut. Und deswegen werde ich das jetzt auf jeden Fall noch mümmeln. Gâteau.